So, okay. Level 12. They are rage. Brutal. Wisst ihr, ich wollte mal wieder gucken, ob von Doom for Doom mittlerweile eine neue Alpha-Version draußen ist. Also, weiß nicht, Alpha 8.4 oder Alpha 9 oder die komplette Version. Aha. Hallo, siehst du mich? Beachte mich! Du holst um! So, genau, wir wollten ja gucken. Also. Ach, wir hatten noch gar nicht hier aufgerüstet. Oh! Deswegen habe ich hier so viel Geld. Das macht Sinn. Aber Health haben wir. Ist sehr interessant. Einer wahrscheinlich, weil ich. Weil ich die ganze Zeit für die Kettensäge benutze, die anderen Waffen kommen noch Nutzer. Von daher. Gott, was fand ich hier alles? Achso, das ist das, was ich bekomme, wenn ich Waffen kaufe. Also die Umgebungsprotection, also mehr Credits. Ach, hier war das, genau. Ja, also das normale ist. Hä? Nochmal, das ist nicht richtig. Ach so! Wow, hier ist es gar nicht so mit dem Leben, dass man sich praktisch immer weiter aufstockt mit bis zu. Ja, das dann praktisch bis zu 200 bekommt, sondern hier wird nur wie man das bekommt. Weil hier ist ja, dass man immer mehr bekommt. Hier, Maximum. Warum geht es hier aber gar nicht? Also das erste ist, wenn man mit der Kettensäge jemanden einen Special-Angriff erledigt, dann bekommt man maximal 2 Armor-Shields. Also, wisst schon, diese kleinen Dinger. Bei dem zweiten ist dann mit dem Special-Angriff von der Kettensäge das gleiche, nur mit maximal 4 und Enemies, die man umbringt, droppen random Armors. Das ist sehr interessant. Aber es ist oft für den Special-Angriff von der Kettensäge. Den nutze ich ja gar nicht. Ich nutze den normalen, also den Primärfeuer. Von der Kettensäge, praktisch das normale durchgehen. Von daher bringt das alles hier gar nichts. Außer das hier. Was ist das? 15.000 gesamt. Wisst ihr was? Wir rüsten erstmal die Waffen auf. Ah, die Pistole haben wir schon mal. Hä? Ach, aber. Geht schon wieder. Ja, stimmt, jetzt werden hier nur die ausgekraut, die man komplett aufgerüstet hat. Die auch nicht. Hä? Ach, komplett falsch, klar. Die Waffen, die man noch nicht hat. Hier, die BFG. Haben wir noch nicht, deswegen ist sie ausgekraut. Ja gut, dann haben wir also die Waffe auch schon aufgerüstet. Okay, dann können wir ja wirklich. Wow. Wieso haben wir denn 90.000 Credits? Ich bin reich. Fuck off. Das ist jetzt praktisch allen Schaden, die man praktisch durch seine Umgebung bekommt. Also für dir eine Fässer. Hier. Sowas wie Säure und sowas. Das hier ist dann praktisch, wenn man selbst Schaden erzeugt, dass man, wenn man sich damit selbst wehtut, man dabei weniger Schaden bekommt. Könnte ich zum Beispiel bei Nudeldum gebrauchen für den Raketenwerfer. Da kann man sich teilweise selber ganz schön damagen. Bringt uns hier allerdings auch nicht allzu viel, da ich hier solche Sachen nicht benutze.
Und Radiant Damage Reduction, das ist das, wenn man jetzt in der Umgebung irgendwelche Fässer hochjagt. Dass man da dann weniger Schaden bekommt. Brauchen wir aber dementsprechend alles hier eigentlich nicht. Gut, das erste könnte man gebrauchen, ja. Aber ansonsten. Ja, ich würde jetzt wohl mal gar nicht, da haben wir schon mehr als genug. Was? Moment mal. Hier ist das markiert, was wir jetzt in dem Moment kaufen würden. Hier auch. Zwei. Nee. Ach, ja, wow. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Genau, heißt also, wir können höher springen und wir können dreifach springen. Das würde eigentlich schon fast Sinn machen, nur ich glaube, den Springen ist ja so schon nicht erlaubt. Das ist also so schon quasi cheaten. Da dann noch mehr zu springen. Bisschen wäre interessant. Brauchst du, wenn du die beiden Sachen hast. Dann springst du nämlich einfach mal 3 Kilometer. Ja, wenn du da nicht abbiegen kannst, dann fliegst du halt gegen den nächsten Pfeiler. Wir lassen mal. Okay, reicht das mal. Soll das mal reichen. Okay. Wow, das ging ja schnell. Gut, können wir den jetzt mal hier draußen benutzen. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin irgendwo, wo ich noch gar nicht sein sollte. Boah, Alter. Ich gehe mal lieber halt, ich geh jetzt halt wieder raus hier. Ich sollte doch rausgehen. Ach, hier sind wir wieder. Kann mir mal jemand sagen, wo ich bin? Alter, ich will hier raus. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, jetzt sind wir am Anfang. Okay. Alter. Nice. Nice. Doch, gefällt mir. Kann man so lassen. Wow. Hast du mich fast wehgetan? What the fuck, what the... Okay, okay, du hast... Du willst Krieg, den kannst du haben, komm mal runter jetzt hier. Ach, wow. Na, komm mal her. Komm runter. Komm aufs Spielfeld. Ja, ja, mach den Fein. Und jetzt hau ich dir eine rein. Dankeschön. Boah, ich komm bald nicht mehr hoch. God damn it! Wow. Gut, ich schätze mal, hier ist der offizielle Weg. Ja, sieht so aus. Hä? Wir kriegen doch so schon Rüstung von den Dingern. Verstehe ich nicht. Junge, komm mal her. Boah, Alter, was war das denn? Achso. Oh,
Oh, ja, das gefällt mir. Hier kann man eine Menge machen. Geht's da rein? Ja, doch. Oh. Hab ich das gar nicht gesehen, das Viech. Ich bin der Bezwinger der Berge. Komm mal her. Oh, hier ist ein Schalter. Oh. Just in time, würde ich sagen. Boah, bitte was? Eine gelbe Karte sehe ich da gerade. Ist die für mich? Danke. Na komm her. Achso, hab ich. Oha. Ein bisschen Rüstung. Oh mein Gott, BFG-Munition. Ich liebe euch. Ach ja, haben wir ja noch gar nicht. Hä? Wo ist denn? Mein Hut ist weg. Was hab ich getan? Oh. Da kam ich wohl irgendwie mal auf die Taste zum größer machen. Na gut. Kann ja mal passieren. Wir brauchen die rote Karte. Wir haben die gelbe Karte. Also es ist nicht das gleiche, habe ich gehört. Die Farbe ist anders. Ansonsten sind die aber gleich. Habe ich gehört. Wo kommen wir jetzt mit der gelben Karte? Da kommen wir mit der gelben Karte. Wow. Hallo. Ey, da war ich hier schon wieder. Naja, tut sich mal aus. Jetzt komme ich hier. Hier kommt Daddy. Holy moly, Alter. Boah. In die Fresse, ich durfte nicht. Also erstmal herlocken. Das geht nicht. Doch, es geht. Ja, es geht. Scheiße. Warum geht die Tür nicht wieder auf hier? Ist doch Bullshit. Fuck. Ich hasse es, wenn die Tür nicht wieder aufgeht. Ist doch Bullshit hier. Wo sind wir jetzt überhaupt? Hallo? Da. Meine Güte, ich hasse sowas. Halt los, Souls. Boah, Alter. Der hat mich doch gar nicht anvisiert. Ja, jetzt kommt der schon wieder. Alter. Dass ich immer nicht gegenseitig stecken müssen. Ey, wie lange überlebt denn der? Geht doch. Holy moly. Komm her. Kann ich gerade gut gewesen? Da habe ich ihn doch getroffen, Alter. Diese scheiß Autojustierung. Autojustierung. Fuck. Weil ich kann auch nicht raus, also wollte ich draußen mit Tür ziehen. Ernsthaft. So, die Nervis ist jetzt schon mal weg.
Das ist ein rotes Ding, oder? Verguck ich mich gerade. Wow. Da hat genau gehört, das Ding zu gehen. Scheiß Tür. Vor allem, wie sich dabei auch die Musik ändert. Ich muss nur herausfinden, ab wann genau die Tür zugeht. Scheiße! Okay, jetzt sind wir hier. Ich wäre ganz im jugendfreien Gebiet. Sieht geil aus. Ey, wer haut mich her? Oh, das ist ein Secret. Ah, ein Secret. Wow, das sieht immer geil aus. Achso, das liegt jetzt vielleicht auch an der Brille. Dass die Farben ein bisschen anders aussehen. Ja, ich hab genug für alle Leute. Alter. Fuck. Hätte gerade echt gerne mal die Map angeschalten. Sieht bestimmt geil aus. Na, komm mal her, komm mal her. Du kommst jetzt her. Fuck. Was? God damn it. Ganz schön Power, die Leute hier. Da oben. Immer noch der Typ. Ich dachte, ich hätte ihn umgebracht. Geh da. Wow. Voll daneben. Ich sehe dich. Jetzt nicht mehr, wenn du tot bist. Endlich ist das weg. Oder gleich. Geht doch. Meine Güte, das macht die Gaga. So, gucken wir. War das gut? Das war auf jeden Fall nicht geplant. Wow. Was ist denn hier schon wieder los? Oh! Warum wird hier gefragt, ob nicht mal und nicht auf die Antwort gewartet? Wer wartet bitte schon heutzutage schon auf Antworten? Hä? Wir sind hier in der wohlwollenden Diktatur. Komm, jawohl. Wow. Nein, falsch.
Mann, wieso habe ich meine Kettensäge weggelegt? Oh, Alter, du kommst jetzt als nächstes dran. Du, herkomm, wo bist du? Warum wird hier PC gemacht, wo ich doch einheit gesagt habe, ich schau nach dem Time nochmal drüber. Ist da wieder eine angepisst in meinem Board? Wow. Vielleicht sollte ich mal zurückschreiben, dass er online ist. Also dass er on ist. Dass man ihn sehen kann. Gut, man weiß ja nicht, wer das schreibt. Ja, ich muss jetzt halt den da wegmachen. Wow. Ich hasse dich so sehr. Komm her. Wo ist jetzt der Riese? Hä? Verstehe ich nicht. Na gut. Oh mein Gott. Ja! Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ach, Geld, ich habe also keine Scheiße. Gott, das war ja richtig angepisst. Was ist denn da los? Ah, ich will ja drauf. Gut. Okay. Ich. Okay. Ich bin raus. What the fuck? Alter, was war das denn gerade? Gegenfrage, wo sind wir überhaupt? Ach da. Boah, Alter. Was ist hier los? Oh mein Gott. Das war aber heftig. Ach ja, da war er. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Also hier geht's auf jeden Fall rein. Oh, hier geht's hoch. Okay. Ich mag keine Hochhäuser. Hier ist ein Fahrstuhl. Können wir aber nicht rein. Okay. Gott, was, wo bin ich denn jetzt hier? Lol, ich bin auf dem Dach. Alter. Ja, bitte. Kann doch so einen engen Raum nicht schießen. Alter, meine Framerate ist gerade hier echt im Keller. Okay.
Achso, hier kommen wir also dann mit dem Fahrstuhl hin. Ja, genau, bleib ich doch. Oh my goodness, BFG! Darauf sage ich nur, feg dich ins Knie. Bringt das hier was? Gott, Alter, das hätte ich mal Room over Room. Gut, die Frage ist nur, wo müssen wir... Da! Ich wollte gerade fragen, wo wir hin müssen. Aber man zeigte uns den Weg. Wow. Oh, wir haben gerade eine Karte bekommen, oder? Ja. Wobei ich persönlich finde, ich finde die Karte viel zu verwirrend. Also, durch die ganzen weißen Punkte hier blickt man überhaupt nicht mehr durch, wo jetzt hier was ist. Oh, mir fällt gerade auf, bei Doom for Doom ist ja oben links doch was. Und zwar, wenn man die Minimap auf hat, sieht man oben die Anzahl von die Monster und die Secrets. Na gut. Ich musste das kleinere Übel wählen. Ich meine, ihr wollt doch auch meine schöne Visage sehen, oder? Hallo, ja. Fuck. Wo ist er? Arschloch. Hast du davon profitiert? Alter, schon wieder viel zu viel Action hier. Wo sind wir jetzt gerade? So, hier sind wir hochgekommen. Und wo ist das hier? Oh Gott, halt, ich bin hier gar nicht mehr durch. Ah, okay, okay. Dahin, okay, okay. Gott. Boah, Alter, ist das geil, um zu sprechen. Alter, Alter, verliest der echt sämtliche Orientierung. Wo geht's hier? Achso, nach oben? Ja. Yay, wir haben endlich einen Grund gefunden für das alles. Wir haben die blaue, rote Karte. Kann man da raus? Ja. Oh, es ist sogar als Secret gedacht. Na, schau mal an. Lego mio. Boah, Alter, wird jetzt unglaublich schnell. So, die Frage ist, wir haben jetzt gerade die rote Karte bekommen. Wo kommen wir mit der roten Karte hin? Hier noch nichts Rotes. Das Secret haben wir alles Secrets hier. Also von dem Secret. Fuck. Komm. So. Von dem Secret weiß ich, da waren wir da. Das dürfte das mit der BFG gewesen sein. Das ist nämlich dieses komische Gebäude, wo ich meinte mit Room over Room. Aber die Frage ist auch, was das zum Beispiel da haben. Und was. Ich klappe auch noch mal die ganzen Dinger hier ab. Was hast du zum Beispiel? Ja gut, ich klappe noch mal alles ab. Ey, ich klappe noch mal alles ab. Bam, bam, bam. Boah, alt ist das. Habe ich nicht gesagt. Dreifachsprung ist völlig übertrieben. Aber es ist geil. Es ist ultra nice. Da kannst du einfach aus jeder Situation... Das ist so krank. Das ist so geil. Oh, ist das... Oh. Ah, nee, hier waren wir noch nicht. Interessant. Ich will einfach alles überspringen hier, Alter. Ah, ist das krank. Ach so. Ah, okay, doch, hier waren wir bereits. Genau. Gut, haben wir hier noch. Oh, da unten sind noch ein paar unentdeckte Räume. So wie es aussieht, wahrscheinlich fallen. Gut, ich wollte noch mal in die andere Richtung gehen. Da war noch so ein kleiner Raum, wo wir nicht waren. Ach so, du hast hier so ein bisschen. Oh. Wir haben Himmel, wir haben keinen Himmel, wir haben Himmel, wir haben keinen Himmel, wir haben Himmel, keinen. Na gut, okay, komm, aus jetzt hier.
Ja, doch, so ohne dieses Nachtsichtgerät sieht es schon wesentlich interessanter aus. Aber es ist trotzdem unrealistisch. Warum sollte aus einem Hochhaus Lava rausfließen? Da hat doch niemand extra ein Rohr hochgebaut, damit das Lava aus der Erde heraus hochfließen kann und dann wieder rauszufließen. Why? Oder ist da einfach so ein Portal zur Hölle und aus dem Portal fließt es raus? Ich meine, wie viel Temperatur hält so ein Portal aus? Ah, okay. Heißt also, mit diesem Air Control kann ich in der Luft einfach laufen, so wie als wenn ich so normal laufen würde. Ist das geil. Weil ich dachte, man kann ja dreimal springen. Und normalerweise ist es so, wenn man einmal gesprungen hat, hat man damit die Richtung festgelegt. Man konnte also mit den anderen beiden Sprüngen nur noch höher springen. Und ich dachte so, dass man jetzt praktisch mit jedem Sprung praktisch die Richtung festlegen kann. Aber hier kann man wirklich einfach frei im Sprung praktisch, so wie man halt praktisch die Maus hält, laufen. Das ist natürlich auch geil. Gut, wir haben was Rotes. Da hinten ist was Rotes. Aha, dann hört er jetzt noch ein bisschen. Ja, hier eben ist noch. Ich guck erstmal bei den anderen Räumen. Ob das da alles Secrets sind? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ne, sind keine Secrets. Da kommen also definitiv Monster raus. Ja. Da kommt sowas von Monster raus. Haben wir das hier unten schon? Nein, haben wir noch nicht. Aber jetzt haben wir es. Noch irgendwelche Secrets, die wir hier noch nicht gehabt haben? Nö. Gut, dann geht das mal zu dem roten Dingsabumster, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Alter, schnell laufen klingt so bescheuert einfach. Das klingt so, als wenn man ganz schnell steppen würde, ey. Das ist so. Ich weiß nicht. Ah! Herz allerliebst. Erdbeben heißt nichts Gutes. Ab aus dem offenen Gelände. Ich glaube, da bin ich am überlegensten. What the Scheiße? What the fuck? What the fuck? Fuck. Egal, wir haben eine BFG. Ich werde dich alles so erledigen. Wo denn? Welcher Knopf ist die BFG? Also, die 5 ist es nicht. Die 6 ist es nicht. Die 7 ist es nicht. Ach, die 8. Ah, okay. Wow, na du interessierst mich jetzt voll. Na komm, ich mach dich erstmal so fertig. Ja, das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Ich glaub mal, wenn ich das Ding hier habe. Schnell weg hier. Ach Mann, Alter, könnt mich nicht einfach mal Ruhe lassen? Ich will hier mein Setup aufstellen. Genau das. Das hat sowas von funktioniert. Ich bin stolz auf mich. Boah, Alter. Haben wir noch zwei überlebt? Okay, komm, ich nutze noch einen BFG-Schuss. Ist mir jetzt gerade sowas von egal. Eine falsche Waffe. Bullshit, ja. Also ich muss definitiv bei der BFG bleiben. Nein, renn doch! Bleib ich hier verfickt nochmal hängen. Ah, seht ihr hier, da sind ja Viecher rausgekommen. Ja! Oh! Nice! Gut, ich glaube, das bringt uns jetzt nicht mal zu viel. Keine BFG-Munition, schade eigentlich. Na gut, einmal haben wir ja. Oh, jetzt noch. Oha.
Das ist ja schon das Exit. Ne, das Exit möchte ich doch nicht. Ins Exil auch nicht. Da ist noch ein Backpack. Ah, da ist sie wieder offen. Ah, der Key. Yeah, jetzt haben wir definitiv wieder volle... Was ist das? Ich dachte, das ist das von der BFG. Hat man mal hier viel Licht? Nee, ne? Fuck off. Oder ist das doch die BFG? Ist ja jetzt alles hier 3D. Ja, ich mach mal kurz einen Warnschuss. Gott, sieht das geil aus. Ja, doch, ist BFG. Und immer noch nur eine. Na gut. Ja gut, ich meine, der andere ist auch ultra overpowered. Also, ich meine, wenn da jetzt mit man... Weil die Kugel sieht halt ultra geil aus. Deswegen dachte ich ja, vielleicht gibt es ja auch 2 Schuss oder 3 Schuss gleich. Aber wäre ein bisschen overpowered. Ich meine, das ist jetzt schon overpowered. Wir haben wieder 3 BFG-Schuss, obwohl wir hier mindestens 3-mal die BFG abgeschossen haben in der Map. Alter, wir haben gerade gegen fucking 3 Cyberdemon gekämpft. Oh mein Gott! Gut, ich wünschte zwar, wir hätten noch ein bisschen mehr Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob noch Rüstung ist. Hä, eben war noch Rüstung. Wieso habe ich das? Hä? Habe ich nicht gerade Rüstung aufgesammelt? Oder hatte ich das vorhin schon gemacht? Aus Versehen. Oder mit Absicht, je nachdem. Das ist ja Bullshit. Gut, dann gucken wir nochmal, ob draußen ein bisschen Rüstung rumliegt. Ich hätte nämlich doch schon gerne ein bisschen Rüstung. Andererseits, why? Ich gehe zum Ziel, worum das war. Hier unten, ne? Ja. Okidoki. Das war's mit Level 2. Ja. Alter, sieht doch geil aus. Oh, also langsam. Also, ich glaube mal, Dark Encounter. Die Maps sehen ultra geil aus. Also, ich meine, klar, das ist nicht umsonst, habe ich jetzt meine Liste eingeredet, aber dass sie so geil aussehen. Ist schon geil. Ist das schon. Was soll ich jetzt machen? Ach ja, doch. Okay. Schau mit V.